This is the preview of Ass. So, ich habe ein bisschen rumprobiert und wir kommen hier gar nicht in Episode 1 mit diesem Speicherstand. Zumindest nicht auf irgendeine Art und Weise, die ich gesehen hätte. Sondern wir müssen einen zweiten Speicherstand beginnen, der sich jetzt nennt Episode 2. Und hier sehen wir, dass wir mindestens noch andere Durchgänge haben. Unzerbrechliche Bande, ungefähr so. Veteranenmodus. Ich habe einmal kurz reingespielt nach dem Ende der letzten Folge. War aber zu lang und zu beschissen, dass sie es heute zeigen wollen. Und von daher, ja, das einfach nur als Preview of Ass. Dominik hat sein Getz und die anderen beschützt und so kam sie besessen von dem Dämon, den sie eigentlich zerstören wollte. Aber nun, Zangetsu mit seinen Gefährten fühlen einen mächtigen Vereinbarkeitssinn. Sie haben ihre Leben, setzen sie ein, um Dominik zu retten. Und so, die beiden und Männer und ein halber Hund, meine ich, begeben sich auf eine neue Reise. Oh, und auf eine extrem ekelhafte Reise it is. Ganz ehrlich, solltet ihr wirklich wollen, dass ich das Spiel nochmal durchspiele, vielleicht nochmal und nochmal, werde ich tatsächlich überlegen, ob ich in den, wie nennt sich das noch gleich, in den Pimmelmodus umgehe, nämlich, dass ich es nicht mache auf dem Veteranenschwierigkeitsgrad, weil ich, sagen wir mal so, in der Preview habe ich den Boss nicht geschafft. Ich habe bis zum Game Over rumprobiert und das war nichts war, gar nichts war. Ich habe ihn nicht geschafft. Moment. Haha! Eingesammelt, ja, mit dem fetten Körper von... Danke. Schieß! Ab! Jawohl! Ich hoffe, ihr könnt nicht von unten nach oben stechen, wie irgendwelche anderen Mistvieh... Oh Gott, ich bin schon fast tot. Nein. Ja. Und abschießen! Yes! Das Blöde ist, das Fiese ist, um die ganzen geilen... Nope. Um die ganzen fiesen, neuen, geilen, mega Gegenstände einzupacken, muss ich im Grunde das ganze Level über meine Johnnies hier mitnehmen. Oh, das sind... Apropos Johnnies mitnehmen. Also ich das letzte Mal nicht probiert habe, war hier irgendwie... Nein, dich brauche ich zum Krabbeln. Hallo! Wiedersehen! Nimm das hier in den Mund! Danke. Gut. Ach ja, wir sind schon ziemlich voll hier. Aha! Aber leben gut! Ich fürchte, die Bosse werden im zweiten Durchgang unendlich lange brauchen. So unendlich lange. Jaha! Hallöchen! Auf Wiedersehen! Ja, an dieser Stelle habe ich mich noch erinnert. Nicht, dass ich das alles vorspielen möchte. Oh oh. Okay, dich wusste ich nicht mehr. Bitte nicht runterfallen! Das mache ich nur wegen der Punkte, um einen vollständigen Modus. Hitless Run. Die Hits, das war ja der falsche Charakter. Oh. Ich glaube, falls ihr eben geguckt haben solltet, beim Abstieg, diesen Spezialweg entlang, da gab es auch so ein Loch in der Wand. Und ich verstöre, genau. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Falle ist, hier durchzukraxeln, sondern, also, dass wir dann wieder früher wo ankommen. Und das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Abschießen? Okay. Komm her! Bleib weg! Komm her! Mein Gott! Jetzt wo ich... Scheiße! Haha, ich hab's geschafft! Okay, das ist... Das kann ich, glaube ich, mitnehmen. Ja, wir haben keinen Dominik mehr zum Pogo-Sticken. Da muss ich jetzt nicht mehr drauf achten. Wobei ich wirklich gerne drauf achten wollen würde. Na komm, wir nehmen Ball mit. Haha! Oh oh! Ui, 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 ui. Ah, den habe ich auch nicht mehr gedacht. So. Unten lang ist gut. Aber das machen wir so. Gut, jetzt kann ich dich wieder voll. Es ist fast voll. Jetzt kann ich dich wieder halbwegs voll machen. Gutski. Wir haben einmal unsere 30-Punkte-Dings eingepackt. Die Frage ist, ich meine ja, in diesem Level gab es noch einen. Ist die Frage, ob es den jetzt immer noch gibt.
und ob ich das Level dann nochmal durchspielen sollte, ne? Oder zumindest bis zu der Stelle. Keine Ahnung. Könnte man mal ausprobieren. Also, dass es zwei Sachen gibt. Wobei beim Level Select Screen ist es doch so, dass man sieht, wie viele Items man einsammeln kann. Nein! Sobald sie einmal hüpfen können, ist es vorbei mit mir. Ha! Aber so... Das sah ja fast geskillt aus. Ich meine, es war geskillt. Haha, ich bin wieder voll, ihr Penner hier. Einfach springen und springen. Ach ja. Eins, zwei und das Tier ist tot. Die sind ganz garstig. Die sind super garstig. Ja, das nehme ich mal mit. Nimm das mit. Nein! Fuck! Okay, jetzt muss ich zeigen, wie sie wirklich gehen. Na, komm her. Ja, nicht ganz. What? Okay, vergesst, wie sie wirklich gehen. Die gehen nämlich gar nicht. Warum sie jetzt nicht weggesprungen ist, weiß ich nicht. Normalerweise machen sie das. Immer, stetig, unentwegt. Oh Gott. Ich meine, yay. Nein. Ja. Wie komme ich jetzt noch an genug Hitpoints dran? Das ist die gute Frage. Nein, das wollen wir. Ding, ding, ding. Weg. Oh, er ist versehentlich einmal in meinen Arm gelaufen. Gewartet. Er ist in meinen Arm gewartet. Oh, fuck. Ich habe schon gedacht, wow, diesmal habe ich echt gut agiert. Von wegen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe zuerst gedacht, das letzte Mal, ich das eingesammelt habe, das ist das neue Schwert für ihn. Er hat ein neues Schwert, aber ich glaube, das ist eines der Amulette. Der richtig guten Amulette, ja. Okay. Aha. Das Blöde ist nur, wenn wir hier Game Over gehen, müssen wir wieder vom letzten Speicherpunkt aus. Und das ist nicht so besonders prall. Oh Gott. Und wir haben, wie ihr sehen könnt, nicht so viele Bonus-Goodies. Nein. Los. Haha, ding, 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 ding. Und weg mit dir, Herr Wolski. Oh, ich glaube, jetzt sind wir beim Boss und da bin ich sowas von krepiert. Krepiert. So, das kriegst du. Ja, komm. Das hier. sonst stirbt er mir noch, ne? Das ist ja klar. Okay, Sir. Dann bin ich mal gespannt. Oh, dieser Boss wird kein Zucker schlecken, das sag ich euch. Nicht so wie beim ersten Mal. Könntest du hinten stehen bleiben? Das wäre super toll. Weil es gibt neue Mechaniken. Und wenn das erst der erste Boss ist, der für mich viel, viel schlimmer ist als der Endboss des normalen Durchgangs. Oder andere Bosse. Okay, also man darf noch nicht mal... Ja. Und dann wird der Boden in Brand gesetzt. Sehr, sehr schön. Nein, nicht oben bleiben. Okay, komm runter. Und weg. Nein. Vergiss es. Oh Gott! Ja, ihr seht's ja, ich habe ihm gerade mal ganz wenig abgezogen. Nein, ausgerechnet jetzt, wo ich noch ein bisschen Platz machen wollte, geht die Scheiße aus. Moment, das habe ich noch gesehen. Es gibt hier Retry. Ja. Weil vorher geht's nicht. Holy moly. Okay. Oh
Okay, weiter geht's. Nein, so rum. Rup, rup. Schade. Hat er gehofft, dass das gehen könnte. Aber nein. Schade. Komm her. Shit. Meine Güte. Dann eben so. Ja. Und weg damit. Jawolski. Okay, diesmal, nächstes Mal geht's, glaube ich, nicht ganz so gut. Ich habe keine Unverwundbarkeit mehr. Das ist das Problem. Ja, einmal draufhauen. Okay. Los und töten Jawolski! Ja. Nein! Fark! Aber egal, endlich! Geschafft, geschafft, geschafft! Und das war erst der erste Boss. Oh, der Rest wird um so vieles geiler werden, fürchte ich. Oh. Oh Gott, es war Bubnella die nächste. Aber was ich noch mal kurz gucken wollte, ist... Ah ja, ja, The Sanguine Blade, whatever. Mal kurz zum Stage Select rüber. Ah, offenbar habe ich doch tatsächlich alles eingesammelt, was es in Episode 2 zusammen gibt. Und hier gibt's auch wieder andere Sachen. The Sanguine Blade. Hieß das früher nicht anders, die Level, das Level? Na egal! Wir machen dann, falls euch die Sneak Peek gefallen hat, vielleicht weiter. Aber ich glaube, das wird nicht gut für meine Nerven. Macht's gut, ciao.